have Tom and Max here. They have a talk here with a very complicated title that I don't quite understand yet. It's called Interactively Discovering Implicational Knowledge in Wikidata. And they told me the point of this talk is that I will later understand what it means, and I hope I will. So good luck. Thank you very much. And have some applause, please. Thank you very much. Do you hear me? Does it work? Hello? Oh, very good. Thank you very much, and welcome to our talk about interactively discovering implicational knowledge in Wikidata. It is more or less a fun project we started for finding rules that are implicit in Wikidata, entailed just by the data it has, people inserted into the Wikidata database so far. And we will start with the explicit knowledge, so the explicit data in Wikidata with Max. So, right. What is Wikidata? Maybe you have heard about Wikidata, then that's all fine. Maybe you haven't, then surely you've heard of Wikipedia. And Wikipedia is run by the Wikimedia Foundation, and the Wikimedia Foundation has several other projects, and one of those is Wikidata. And Wikidata is basically a large graph that encodes machine-readable knowledge in the form of statements, and a statement basically consists of some entity that is connected, or some entities that are connected by a state by some property, and these properties can then even have annotations on them. So, for example, we have Donna Strickland here, and we encode that she has received a Nobel Prize in Physics last year by this property awarded, and this has then a qualifier. Time 2018, and also 4 chirp pulse amplification, and all in all, we have some 890 million statements on Wikidata that connect 71 million items using 7,000 properties. So, but there's also a bit more. So, we also know that Donna Strickland has field of work optics and also field of work lasers, so we can use the same property to connect some entity with different other entities, and we don't even have to have knowledge that connects to entities. We can have her date of birth, which is 1959, yes. And this is then just a plain date and not an entity. And now coming to from the explicit knowledge, then we have some more. We have Donna Strickland has received a Nobel Prize in Physics, and also Marie Curie has received a Nobel Prize in Physics. And we also know that Marie Curie has a Nobel Prize ID that starts with Phys and then 1903 and some random numbers that basically are this ID. And then Marie Curie also has received a Nobel Prize in Chemistry in 1911, so she has another Nobel ID that starts with Chem and has 1911 there. And then there's also Frances Arnold, who received a Nobel Prize in Chemistry last year. So she has also a Nobel ID. Willkommen zur deutschen Übersetzung von Interactively Discovering Implicational Knowledge in Wikidata von Maximilian Marx und Tom Hanika, live vom 36. Chaos Communication Congress in Leipzig. Alle Talks am Kongress werden live zwischen Deutsch und Englisch und in eine weitere Sprache übersetzt. Für weitere Details und Informationen, wie die Streams genutzt werden können, besucht c3lingo.org. Wir freuen uns über eure Rückmeldungen, bevorzugt mit Hashtag C3T. Eure Übersetzer für diesen Talk sind Pascaline und El Cloni. Satisfy this implication, we call those counterexamples. And well, if you look at Wikidata on the wenn ihr euch Wikipedia anguckt und die Größe davon, dann findet ihr keine Gegenbeispiele, weil es einfach zu groß ist. Das heißt, wir brauchen einen Weg, um automatisch das zu finden. Wenn wir dieses Wissen hätten,
dann enthält das vielleicht fehlende oder falsche Informationen, und wir wollen das darstellen in einem Weg, der einfach zu verstehen und eindeutig ist, sodass es nicht lang dauert, es aufzuschreiben und eine kurze Darstellung hat, also keine komplexe Syntax, keine Quantoren, kein Sparkle, keine Beschreibungslogik. Und wir wollen halt auch etwas, was berechenbar ist auf echter Hardware in kurzer Zeit. Also unsere Herangehensweise ist es, to extract what is called propositional implications, so just logical formulas of propositional logic that are an implication in the form of this awarded Nobel Prize ID, Was also ist formale Begriffsanalyse? Das geht an Tom. Was ist formale Begriffsanalyse? Das wurde in den 80ern entwickelt von Kerlen, die Willi und Ganter heißen. Und es geht um Verbandstheorie. Verbandstheorie ist ein uneindeutiger Name. Es geht um zwei Dinge. Einerseits geht es um Ordnungen. Ich mag Steaks, ich mag Pudding, ich mag Steaks mehr als Pudding. Und hier geht es um bestimmte Ordnungen. Diese Ordnungen können benutzt werden, um bestimmte Logiken zu beschreiben. Zum Beispiel, wenn es regnet, wird es nass. Das, was die damals benutzt haben, ist genannt formale Kontext. Was ist genannt wird, was aus einem Objektset besteht und einem Attributset und einer Verbindung, die Inzidenz genannt wird. Also welches Objekt hat welche Attribute. Hier ist ein kleines Beispiel auf der rechten Seite. Die Objekte sind Tiere. Der Platypus, das ist das lustige Tier aus Australien. Die schwarze Witwe ist eine Spinne, die Duck ist eine Ente, Kat ist Katze. Und manche haben Attribute. Und hier kann man Regeln herausziehen, wenn immer wir ein Säugetier haben, das giftig ist, dann legt es Eier. Aber wir haben den Wikidata, wir haben einen Graphen, der sehr viel expliziter ist als das, und wir können nicht mal den Binärgraphen von Wikidata speichern. Also wir schlagen einen Algorithmus vor, wie man aus einem Experten diese Informationen gewinnen kann. Und der Algorithmus ist relativ einfach. Also wir haben den Algorithmus, wir haben einen Experten, in dem Fall Wikidata. Der Algorithmus nimmt Notiz von Gegenbeispielen und von Implikationen. Und am Anfang haben wir keine Gegenbeispiele. Und alles, was der Algorithmus macht, ist, er fragt den Experten, ist diese Implikation wahr? Ist es zum Beispiel wahr, dass wenn ein Tier ein Säugetier ist und giftig ist, legt es dann Eier? So, wir können jetzt den Experten, also Wikidata, fragen, wir können Anfragen stellen und er kann das beantworten. Und wenn der Experte, also Wikidata, keine Gegenbeispiele findet, dann sagen wir, das ist richtig, das ist eine richtige Aussage. Oder aber wenn es nicht richtig ist, dann kann es sagen, nein, das ist nicht wahr, hier ist ein Gegenbeispiel. Und das ist also etwas, was man durch ein Beispiel widerlegt. Also wenn die Straße nass ist, heißt das nicht unbedingt, dass es geregnet hat. Könnte auch zum Beispiel der Reinigungsservice gewesen sein.
Wir benutzen also Wikidata als einen Experten, aber wir wollen auch einen menschlichen Experten einbeziehen. Also wir fragen zuerst den Wikidata-Experten nach einer Regel und nachdem fragen wir den menschlichen Experten und dann sagt er entweder ja, das stimmt oder nein, dieses Gegenbeispiel kennt Experte Wikidata aber nicht. Und das kann man darstellen als, hier ist ein mathematisches Bild, das ist nicht so furchtbar wichtig. Und hier auf der einen Seite könnt ihr sehen, dass es Exploration auf Wikidata stattfindet und Exploration bei einem Menschen. Und wir können diese zwei miteinander verbinden. Damit das funktioniert, brauchen wir einen Weg, um Wikidata als einen formalen Kontext zu sehen. Also wir nehmen die Items als Objekte und die Eigenschaften als Attribute und haben eine Inzidenzrelation und wir haben also am Ende einen Kontext, der 71 Millionen Zeilen und 7000 Spalten hat, aber das ist kein Problem. Wir nehmen davon eine Teilmenge. Die tatsächlich miteinander verbunden sind. Also es macht zum Beispiel keinen Sinn, eine Eigenschaft zu verbinden, die Raumschifffahrt mit Löffeln verbindet. Aber wie definieren wir die Inzidenz? Das hängt sehr stark davon ab, welche Eigenschaften wir aussuchen. Wir wollen zum Beispiel die Richtung von den Statements mit einbeziehen. Zum Beispiel haben wir Kind und Eltern. Und wir wollen, dass A ist das Kind von B, etwas anderes ist als B ist das Kind von A. Und wir wollen auch Kennzeichen mit einbeziehen. Zum Beispiel ist, wofür man einen Begriff, einen Preis für eine Sache kriegt, ist etwas anderes, als ob man einen Preis für eine andere Sache kriegt. Und dann gibt es noch Unterklassen und eine formale Hierarchie darauf, weil zum Beispiel etwas zu gewinnen, das ein anderer Preis ist, bedeutet auch den Preis selber zu gewinnen. Also gibt es auch Implikationen in der Hinsicht. Um zu sehen, wie wir das tatsächlich machen, lass uns ein Beispiel ansehen. Das ist Donna Strickland, das ist Ashkin, einer von den Leuten, die einen Physikpreis im letzten Jahr gewonnen haben. Und Moreau, das ist der Dritte, der hat auch einen Physik-Nobelpreis letztes Jahr gewonnen. Wir haben also all die Statements hier und dieser Quantor sagt mit. Und ich denke nicht, dass der Quantor auf diesem Statement hier ist, aber das ist nicht wichtig. Wir tun also all die Entitäten in diesen kleinen Graphen. Also wir haben Strickland, Moreau und Ashkin und auch Arnold und Curie. Und dann haben wir hat gewonnen und dann sortieren wir das nach den unterschiedlichen Preisen, die die Leute gewonnen haben. Und dann ist im ersten ist Physik-Nobelpreis, im zweiten ist Chemie-Nobelpreis, im dritten ist einfach irgendein Nobelpreis. Dann haben wir hat Preis gekriegt.
und dann noch, was das Arbeitsfeld war. Und wenn wir uns das für Strickland angucken, sie hat einen Nobelpreis in Physik, dann hat sie einen Nobelpreis gewonnen, sie hat es mit Moreau zusammen gewonnen und sie arbeitet in Laser, aber nicht in Radioaktivität. Für Moreau hat er den Physiksnobelpreis gekriegt und den Nobelpreis. Eschkin hat ihn in Physik gekriegt und einen Nobelpreis und hat es mit Moreau und gekriegt und aber in Lasers, aber nicht in Radioaktivität. Arnold hat einen Preis in Chemie und einen Nobelpreis und Marie Curie hat einen in Physik und in Chemie und hat einen Nobelpreis gewonnen und hat in Radioaktivität gearbeitet, aber damals gab es noch keine Laser und deswegen kriegt sie dieses Feld nicht. Also diese Tabelle hier ist eine Darstellung von unserem formalen Kontext. Und wir haben ein Tool gebaut, mit dem man all diese Dinge interaktiv machen kann. Und Tom wird euch zeigen, wie das funktioniert. Hier seht ihr erste Screenshots von diesem Tool. Bitte macht keine Kommentare zu den Grafiken. Wir arbeiten noch daran. Wir arbeiten gerade an der Grafik. Auf der letzten Seite seht ihr mehrere Felder. Was vordefinierte Bereiche sind für Dinge, die ihr explorieren könnt. Und ihr könnt eines davon auf der rechten Seite aussuchen und außerdem die Eigenschaften, an denen ihr interessiert seid, in Wikidata. Auf der rechten Seite könnt ihr. Der erste Schritt im Spiel ist, dass das Spiel fragen wird, ist es wahr, dass jedes Objekt in Wikidata diese Statements haben wird? Ja, das ist dann nicht unbedingt wahr für alle. Und wir wählen also aus Reject this application, was heißt, dass es nicht wahr. So, wir brauchen also wir werden dann gefragt, ist es wahr, dass jedes Objekt, das ein Card Network hat, auch ein Fee und einen Operator hat. Und hier sagt Wikidata dann, es gibt 26 Items, die dem nicht entsprechen. Die also die Card Network Eigenschaft haben, aber nicht die anderen. Also 26 Statements fehlen. Aber vielleicht stimmt das ja, das ist auch okay. Und dann könnt ihr sagen, ja, ich denke, dass das wahr ist, oder nein, ich werde das nicht akzeptieren. Die nächste Frage ist, alles, was ein Operator ist, hat das auch ein Fee oder ein Card Network? Das ist wahrscheinlich nicht wahr. Es gibt mehr als 1000 Items, die dem nicht entsprechen. Also wir können das auch nicht akzeptieren. Alles, was ein Operator oder ein Card Network als Eigenschaft hat, ist es wahr, dass das auch ein Preis hat. Es gibt Wikidata 23 Items, die dem nicht entsprechen. Aber hier ist ein Hinweis darauf, dass es fehlende Daten in Wikidata gibt, die also Wikidata wissen sollte, aber nicht weiß. Also wir können jetzt sagen, nein, wir wählen nicht, es nicht zu akzeptieren, sondern wir akzeptieren es und wir machen weiter und weiter.
Und das ist jetzt die letzte Frage. Ist es wahr, dass alles, was einen Preis und ein Kartennetzwerk hat, ist es auch ein Operator? Und wenn man Wikidata fragt, dann sagt das, es gibt keine Gegenbeispiele. Also soweit wie es bekannt ist, ist das eine valide Aussage. Für mich klingt das sinnvoll und werde ich das akzeptieren. Und damit habt ihr das Erkundungsspiel gewonnen. Und so habt ihr Wissen gewonnen. Also welche Implikationen in Wikidata sind wahr oder auch nicht wahr aus eurem Gesichtspunkt aus? Der nächste Punkt wird es sein, euch zu zeigen, inwiefern entscheidet sich euer Gesichtspunkt von der Welt, von dem von Wikidata, also zur Welt. Und darüber wird Max euch mehr erzählen. Also lass mich nur kurz zusammenfassen, was wir bisher gemacht haben. Wir haben eine neue Art entwickelt, um Eigenschaften in Wikidata zu erkunden. Die Hauptidee ist es, wenn man an diese Implikation schaut, die man kriegt, dann und man sieht Dinge, die falsch sind, aber richtig sein sollten oder ungewollt sind, dann zeigt das an, dass es fehlende Statements und Objekte in Wikidata gibt. Manchmal lernt man auch etwas über die Welt. Im schlimmsten Fall lernt man, dass die Welt komplizierter ist, als man das gedacht hat, und so ist das Leben. Aber diese Implikationen können euch helfen, Wikidata zu verbessern. So, was kommt als nächstes? Was im Moment nicht im Exploration Game drin ist, ist so konfigurierbar und filterbare Gegenbeispiele sein. Im Moment kriegt man einfach nur eine Liste von einer zufälligen Anzahl von Gegenbeispielen und man will vielleicht diese Liste durchsuchen nach etwas, das man erkennt. Und man will vielleicht auch sagen, das hier soll ein Gegenbeispiel sein. Domänenspezifisches Skalieren von Eigenschaften. Im Moment haben wir nur eine sehr grundlegende Unterstützung für das. Also im Moment kann man nicht die tollen Dinge machen, wo man sagt, man will etwas als eine Eigenschaft betrachten. Und Vergleich von dem eigenen Wissen gegen Wikidata. Und als eine Möglichkeit zu sehen, was weiß ich, was weil und das mit Wikidata zu vergleichen. Und wenn ihr noch mehr Ideen für Features habt, sagt uns Bescheid. Hier ist der Link zu dem Tool. Also sagt uns Bescheid und viel Spaß damit. Und wenn ihr irgendwelche Fragen habt, dann ist jetzt die Zeit, sie zu fragen. So, wir werden jetzt die Mikrofone wechseln, so dass ich dieses Mikrofon euch geben kann, wenn einer von euch Fragen an unsere Speaker hat. Gibt es da irgendwelche Fragen? Vielen Dank für den Talk. Ich wollte fragen, erste Frage, was ist die interessanteste Implikation, die ihr gefunden habt? Ah, das hätte einen guten Backup-Slide gegeben. Was ist die interessanteste Implikation bis jetzt? Also das Einfachste, was man erwarten würde, alles, was ins All geschossen wurde von Menschen, also was dort gelandet ist, hat auch einen Abschusszeitpunkt.
Im Moment hilft das Spiel nur, Implikationen zu finden. Plant ihr auch zu erlauben, Daten einzufügen? Gibt es Pläne, wo ich ein einfaches Interface habe, weil es würde das den Prozess vereinfachen? Ja, das ist die Idee hinter diesem konfigurierbaren und filterbaren Gegenbeispiel. Wir werden vermutlich kein explizites Interface machen, um Daten in Wikidata einzufügen, aber etwas Vereinfachtes. Aber ja, Daten hinzufügen ist definitiv geplant. Wäre es nicht nett, das auch in anderen Sprachen zu machen? Genau genommen ist es sprachunabhängig. Wir benutzen Wikidata. Wie ihr wisst, Wikidata ist sprachunabhängig. Es hat nur Eigenschaften und Objekte. Also welche Sprache auch immer ihr benutzt, es sollte übersetzt werden in die Sprache, die ihr benutzt, wenn es ein Label zu dieser Sprache gibt. Also wenn Wikidata in dieser Sprache verfügbar ist, dann sind wir es auch. Natürlich wird das Tool auch irgendwann übersetzt. Danke für den Talk. Ich habe eine Frage. Im Moment findet ihr fehlende Daten. Glaubt ihr auch in der Lage zu sein, mit dem gleichen Herangehensweise falsche Daten zu finden? Genau genommen tun wir das ja schon. Wikidata gibt uns Gegenbeispiele für etwas, was wir dachten wäre richtig. Das gibt uns ja einen Hinweis auf falsche Daten. Dann fehlt vermutlich eine Eigenschaft von einem Item. Die horizontale Achse in der Inzidenzmatrix sind 7000 Spalten. Aber es sind ja eigentlich viel mehr Spalten. Ja, natürlich, wenn man mehr Scaling macht, hat man auch mehr Spalten. Aber 7000 sind schon viel zu groß, um das tatsächlich zu berechnen. Wie viele wären es, wenn man alle Argumente multipliziert? Keine Ahnung, wahrscheinlich ein paar Millionen. Have you thought about a recursive method as counterexamples may be wrong by other counterexamples? Habt ihr nachgedacht über ein rekursives System, wie zum Beispiel Gegenbeispiele, die von anderen Gegenbeispielen falsifiziert werden? Das verstehe ich leider nicht. Wie kann ein Gegenbeispiel durch ein Gegenbeispiel falsifiziert werden? Vielleicht ein Beispiel sagt, dass Katzen goldene Haare haben können. Aber wir sehen ein anderes Beispiel, dass das keine Katze ist. Ah, okay. Die Eigenschaft, etwas Katzenartiges zu sein, fehlt. Nein, sowas haben wir gerade nicht in Betracht gezogen. Aussagenlogik hat keine Widersprüche. Man kann nur durch Widersprüche falsifizieren. Aber wir müssen darüber nachdenken, ob wir größeres Nachdenken haben in dem Prozess. Was ist der aktuelle Prozess vom Filtern? Also ihr habt dieses Inputfeld hier, dieses Eingabefeld hier und ein paar prädefinierte Sets. Und dann gibt es noch ein paar Klassen für Gruppen von Eigenschaften, wie zum Beispiel Raum, All und Familie. Zum Beispiel für All ist es nicht so groß,
Es dauert ein paar Stunden, aber es ist nicht so, aber das könnt ihr machen. Aber für Familie ist es viel zu groß. Es sind 40 oder 50 Eigenschaften, also geht das nicht. Ich sehe keine weiteren Fragen. Hat jemand noch eine Frage? Sonst können wir das machen. Dann sind wir sehr pünktlich. Vielleicht könnt ihr uns erzählen, wo man euch findet für weitere Fragen. Irgendwo am Herumlaufen. Und es gibt Decknummern hier auf den Slides. Also ruft uns einfach an. Vielen Dank. Bitte Applaus.